Hallo und herzlich willkommen, ja, zu einer weiteren Folge von Echo, der, wenn ich das richtig in Erinnerung und sehe, der 106. Folge von Echo in der zweiten Staffel hier auf Microhazard TV. Heute ist der 25. Juli. Wir hatten jetzt fast 2 Wochen Pause, nicht ganz, aber fast, wie gesagt. So, ich bin's, der Eisdragon, und mit dabei heute der Nils. Hallo. Der Heiko ist offensichtlich noch der muss seinen Urlaub noch ausschlafen. Und ich prüfe erstmal gleich. Es gab ein paar Updates zwischendurch wieder. Ich habe aber jetzt nicht die Changelogs gelesen, somit weiß ich nicht, was jetzt irgendwie gemacht wurde und was nicht. Und deswegen will ich gerade mal schauen, ob zum Beispiel die Ölpumpe jetzt ein Rohr braucht, zum Beispiel. Nein, braucht sie noch nicht. Braucht noch kein Abgasrohr. Abwasserrohr. Muss man ja mal gucken, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich bei der Raffinerie das Abgasrohr überhaupt richtig angeschlossen habe. Also an der richtigen Stelle angeschlossen habe, das Rohr. Fällt mir gerade mal so auf, weil da oben wäre noch ein zweiter Auslass. Ich weiß nicht, ob das welcher da jetzt eigentlich der richtige ist. Ja, mal hochklettern, aber nee, doch, das müsste schon stimmen. Der andere sieht zu aus. Okay, ja, in der letzten Folge hatte ich ja, war ich auf Kohlesuche und habe im Offscreen auch noch ein bisschen Kohle gesammelt gehabt. Wir haben jetzt wieder insgesamt fast oder gute 3 Stockpiles voller Kohle, damit wir da wieder einigermaßen gut aufgestellt sind, was die Kohle angeht erstmal. Vorübergehend. Prüf gerade mal den Kohlestatus im Dampfmaschine. Kann ich auch gleich mal testen, auch gucken, ob die jetzt irgendwelche Rohre braucht. Nein, brauche auch noch kein Wasser. Okay, gut. Ja, so ist der Plan. Was wir machen, wir müssen erstmal gucken. Wir müssen erstmal wieder reinkommen, jetzt ein bisschen Spiel hier. Der letzte Status war, abgesehen davon, dass wir da hinten einen riesen Tagebau noch ausheben müssen. Ja, oder Gold suchen. Oder Gold suchen oder noch mehr Kupfer abbauen und also Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen quasi. Ja, und ich habe hier bald alle Lager voll. Aber ich hatte die Elektronikfertigung aufgestellt, da erinnere ich mich dran. Und wollte eine Glühbirne produzieren, wenn ich mich nicht irre. Ja, wolltest du. Mir fehlt allerdings immer noch das Glas dafür. Das ist also geil, ey. Substrat herstellen. Oh mein Gott, warum brauche ich da? Glas hat ein verstärkter Kunststoff, also Rohöl. Und Epoxidharz, also Rohöl. So zur Erinnerung, ich brauche für den nächsten Skillpunkt noch 3 Tage und 10 Stunden. Und Vier dann. Tage 13. Wie viel? 4 Tage 13 Stunden. Dann können wir auch endlich anfangen, diese anderen beiden Geräte hier zu verwenden. Im Zweifelsfall werde ich vielleicht eine zweite Ölpumpe noch bauen müssen. Die könnte zu langsam sein. 11 Minuten 30 steht dafür einmal Petroleum. Also Rohöl quasi, wie das hier ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob die da schon was geändert haben. Weißt du, was hier in der Beschreibung drin steht? Ein fossiler Brennstoff zur Herstellung von Benzin, Kunststoffen und Asphalt. Seine Gewinnung, Transport und Verbrennung haben Auswirkungen auf die Umwelt. Warum der Transport von Petroleum? Weil vielleicht. Mach mir keine Angst, Spiel. Jetzt gehe ich erstmal direkt an den Wagenmachertisch, wo ich die Asphaltstraßen herstellen konnte bisher, und gucke, ob ich da jetzt irgendwas Neues brauche für. Nein. Okay, immer noch Stein und Beton.
Ich hab mal zum Hochofen runtergehen, nicht, dass die an der Eisenverarbeitung immer schon geändert haben oder so. Buddy in your channel timed out. Da ist der Nils rausgeflogen. Aber bestimmt gleich wiederkommen. Hoffe ich zumindest. So, aber es ist immer noch Eisenerz, da ist immer noch alles gut. Also sie haben, also war auch noch kein großes Update, aber trotzdem, man muss ja immer mal so ein bisschen ein Auge darauf haben. Sonst verlässt man sich irgendwann drauf und dann steht man hier und denkt sich so, was, warum geht es nicht weiter? Gut, bevor wir jetzt aber ewig lang nur hier irgendwelche Status-Sachen prüfen, ob alles tutti ist, mal gucken, ob wir noch irgendwas machen. Also, ich brauche Glas. Ich brauche dringend Glas. So, hier liegt Erde drin, da liegt ein Haufen Beton drin, ein bisschen Stahlbeton ist noch drin. Die Kupferkabel für eine Glühbirne hätte ich schon da, aber das Glas noch nicht. Das liegt daran, dass dieser scheiß Schmelzofen von Heiko jetzt so lahmarschig ist. Und dass das der gerahmte Glasauftrag hier jegliches Glas sofort in Beschlag nimmt. Eigentlich bräuchte ich jetzt Heiko. Kacke. Ja, Nils ist gerade komplett weg. Steam ist er offline. TeamSpeak offline. Und ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Er hat gerade geschrieben, einmal Internet weg. Ja, das hab schon gemerkt, Nils. Moment. Warum steht hier nicht mehr Schieferziegel? Warum steht jetzt hier Shale Brick? Ist zwar ein Schieferziegel, das ist dasselbe an sich, aber da muss dann was geändert worden sein. Wenn die Sachen plötzlich wieder auf Englisch sind oder nicht übersetzt sind, dann ist da meistens was geändert worden. Ihr seht, hier läuft noch Unmengen an Glas rein. Also hier ist Glas fertig, aber hier laufen noch 610 Glas rein. Hier wird zwar noch entsprechend viel Glas produziert, aber wenn ihr mal guckt, der Auftrag, dieser hier vorne, der benötigt wird, um den hier voll zu machen, der läuft noch 7 Stunden. Ich würde erst in 7 Stunden wieder Glas kriegen. Das ist blöd. Heiko, ich brauche dich hier mal. Das ist richtig blöd. Naja gut. Müssen wir jetzt erstmal mit leben. Lässt sich jetzt in dem Moment gerade nicht ändern. Ansonsten hat sich ja, glaube ich, nicht viel ver- Ich habe die Changelog leider nicht gelesen, sonst würde ich euch jetzt natürlich sagen, was sich so geändert hat. Aber hatte ich keine Zeit jetzt für die Changelogs noch zu lesen. Ansonsten hätte ich das natürlich getan. Computerlabor finde ich auch interessant, ne? Expertenforschung, das würde mich interessieren, was sie damit meinen, dass man, ob man da, ob es da wirklich schon was gibt oder ob das denn nur in Anführungsstrichen Deko ist. Haben wir nirgendwo mehr Glas? Könnte natürlich hier ein bisschen Glas rausnehmen aus den Fenstern. Das ganze Glas da reingeschmissen. Das ist immer dieses, warum wird da nicht was zurückgehalten? Das verstehe ich nicht. Ich könnte aus dem Lagerhaus ein bisschen Glas rausnehmen. Ich brauche nur 4 Glas. Komm, nehmen wir hier ein bisschen was von den Fenstern weg. Kommen wir mal hinten. Eins. Ist ja eh nicht zu, das Lagerhaus. Von daher. So, jetzt will ich eine Glühbirne produzieren. Wenigstens etwas gemacht haben in dieser Folge. Auch wenn es nur eine Glühbirne ist. Will diesen Tisch verwenden. So, eine Glühbirne. 2 Minuten 30 dauert der Spaß. So, läuft. Gut. Ja. Stahlherstellung ist natürlich auch grundsätzlich gefragt, die ganze Zeit eigentlich. Produzieren die irgendwo was anderes außer Schlacke oder so? Nein, wie sieht überhaupt mit Platz für Schlacke aus? Ja, ja. Es füllt sich langsam wieder.
Naja, naja. So, Stahl, 10 mal Stahl hätten wir sogar noch, seht ihr? Was fehlt denn hier für Stahl? Die Kohle fehlt wieder, die Holzkohle. Brauchen wir wieder das Bauholz für weitere Holzkohle. Will natürlich auch Stahl aus normaler Kohle machen. Bin gerade so ein bisschen planlos hier. Die Erntesachen dürften noch nicht so weit sein, wieder alles. Natürlich auch alles wieder checken dann nochmal. Braucht denn der hier noch irgendwie Sandstein oder so? Oder ist das alles schon voll? Nee, der braucht noch Sandstein. Dann vergucke ich mal, ob ich ein bisschen Sandstein besorgen kann. Da will ich noch was machen hier. Da. So, einmal rüberfahren ins Industriegebiet, in zur Mine. Die Strecken sind mir noch bekannt, die wir hier fahren müssen. Die habe ich nicht vergessen. Die Straßen. So viele sind es ja auch nicht. Haben wir jetzt hier kein extrem dichtes Straßennetz oder so. Hier noch was? Nein, hier ist der Sandstein schon weg. Okay. Ist natürlich nicht so viel jetzt. So. Einmal Level Up für Elektronik. Sie sagt doch, eine Glühbirne und ich krieg ein Level Up. Wusste ich. Das da ist Sandstein, oder? Ja. Fahre ich mal von unten ran. Einmal wenden. Unter die Straße stellen. So. Und aufladen. Und abwarten. Ich habe ja immer schon Angst, dass das nächste große Update irgendwann kommt, ne? Und das dann immer heißt, nach dem Motto, ja, jetzt müsst ihr hier nicht mehr einfach Eisenerz abbauen und in den Schmelzofen schmeißen. Nein, jetzt muss es erst gequatscht werden und konzentriert werden und dann könnt ihr es erst schmelzen. Oder noch mehr Schadstoffe bei entstehen, die gelagert werden müssen im Endeffekt. Und ich glaube, sollte dieses Update vor Ende unserer Staffel hier kommen, also vor Erreichen des Lasers, sage ich mal, oder vor Ablauf der Zeit hier noch kommen, werde ich, glaube ich, uns ein bisschen Zeit hinzufügen, weil wir sind ja darauf jetzt nicht vorbereitet, sage ich mal, dass uns das hätte ich eingeplant. Ne? Allein deswegen schon. So, ich hoffe, dass er irgendwas verlinkt hat. Ist auch nicht mehr viel Platz im Abraumlager. Aber es scheint irgendwo verlinkt zu sein. Aber wer schnappten sich das gerade? Ah, die Werkbank. Das war jetzt nicht Sinn der Sache, dass die Werkbank sich das schnappt. Das war jetzt nicht Sinn der Sache. Das sollte sich nämlich eigentlich der andere da schnappen. Der schnappt sich aber gar nicht erst, ne? Das ist ja auch toll. Auch wieder nichts verlinkt hier. Das ist doch kacke. Muss ich hier alles einzeln drin schieben oder was? Denn für ein Blödsinn wieder. Wie lange soll eine Dauermeter jeden Stack einzeln drin schiebe? Greift der auf irgendwas zu? Wer hat es jetzt genommen? Der Steinmetztisch. Ach, da hinten das Zementlager. Darauf greift er zu.
Gott. Dann weiß ich ja, wo ich es zukünftig hinschieben kann. Nehmen wir hier ein bisschen Erde weg. Schon wieder viel zu viel Erde hier, die sich hier überall ablagert. An allen Ecken. Ich werde mal ein bisschen an der Pyramide arbeiten draußen. Ja. Ja, was soll ich aber sagen? Die Folge ist schon wieder zu Ende. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ich will mal schauen, ob da jetzt irgendwo eine Glühbirne ist. Die will ich mir noch schnell in einer Kiste. Ne? Ist ja immer da. Da ist eine Glühbirne. Ja, meine Glühbirne. Yeah! Und gut, ich verabschiede mich heute von euch. Der Nils ist gerade nicht da, der hat wohl Internetprobleme. Und deswegen sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Ich würde mich sehr freuen und verabschiede mich und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.